Ja, hallo, liebe Leser des Goal, liebe Alltag-Fans, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ich darf heute bei mir begrüßen die zwei Neuzugänge im Sommer. Zu meiner rechten Simon Biesinger, zu meiner linken Christian Dobras. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, Jungs, danke. Ich möchte gleich beginnen mit der ersten Frage. Ihr seid jetzt seit Sommer bei uns im Ländle. Wie war die Umstellung für euch von einer Großstadt wie Graz ins beschauliche Ländle? Ja, die Umstellung, ich weiß nicht, man ist immer da, dass man Fußball spielt und das ist unser Beruf und sicher, Graz war unsere Stadt, größere. Wir haben viele Sachen unternehmen können, aber ja, das Ländle ist auch schön. Es gibt auch einige Sachen, die man unternehmen kann in der Freizeit und von dem her passt das schon ganz gut. Wie war die Umstellung für dich? Wie waren die ersten Monate in der neuen Umgebung? Ja, es ist ähnlich so wie der Busy. Aber mittlerweile, am Anfang habe ich mir gedacht, dass es wirklich schwer wird, da ins Ländle zu ziehen. Und ja, Woche für Woche habe ich mehr gemacht und da hat man einfach gesehen, dass man auch einiges machen kann. Mittlerweile hat man sich eigentlich schon ganz gut eingelebt. Welche Personen sind bei so einer Veränderung im persönlichen Umfeld wichtig für dich? Ja, für mich war wichtig, glaube ich, dass der Busy mitkommt. Also es war nicht ausgemacht, dass wir jetzt beide hergehen, aber es hat mir sicher leichter gemacht, dass ich dann herkomme. Weil dann können wir auch gemeinsam nach Linz wieder fahren. Und ja, man kennt einfach einen Spieler von der vorigen Mannschaft. Und ja, wenn die Freundin mitkommt, ist es natürlich auch schön. Hast weniger Hausarbeit zu Hause und kannst besser essen. Also Freundin gehört schon dazu. Und ja, das Einzige, was ist, dass die Familie weiter weg ist. Aber das kann man irgendwie schon regeln. Wie schaut das familiär bei dir aus, Simon? Ja, ich glaube, für mich war es, also das Wichtigste ist einfach, dass die Familie da dahinter steht, glaube ich. Und ja, ich habe lang mit meiner Familie darüber geredet und so und die sind hinter meiner Entscheidung gestanden. Und ja, das ist einfach das Wichtigste für mich. Ihr wart, wie angesprochen, bei Sturm Graz schon Teamkollegen. Kann man die beiden Vereine Alltag und Sturm ein bisschen miteinander vergleichen? Ja, vergleichen ist eher schwierig, weil Sturm halt trotzdem ein großer Verein, ein großer Name in Österreich ist. Auch vom Fanpotenzial her und das hat man ziemlich gemerkt eigentlich in Graz, wenn du in der Stadt warst oder generell die mediale Bedeutung und so, das war schon riesengroß und ja, das ist halt schon ein bisschen Unterschied. Was sind für dich die gravierendsten Unterschiede? Ja, es ist ein größeres Stadion, glaube ich, mit etwas mehr Fans und die in den Heimspielen schon richtig stark sind. Ja, wie der Simon sagt in der Stadt, wenn du einkaufen bist oder so, dann wirst du halt leichter erkannt. Darfst halt vielleicht nicht so viel Blödsinn machen. Und ja, sonst vielleicht noch von der Trainingsanlage. Hast halt ein bisschen mehr Möglichkeiten gehabt, nach dem Training dort was zu unternehmen, so Sauna und Whirlpool. Und ja, das fehlt uns ein bisschen, aber wir können uns trotzdem ganz gut mit Home of Balance wieder reinholen. Würdet ihr uns generell etwas über euren fußballerischen Werdegang erzählen? Es war ja beides mit Oberösterreich, richtig? Ja, beide haben wir, glaube ich, begonnen in Linz in der Akademie. Und für mich ist dann der Weg nach Wien gegangen zu den Rapid Amateuren. Dann war ich dort kurz bei den Rapid Profis. Hab dort auch mein Bundesliga-Debüt gefeiert. Ja, dann war mal kurze Zeit, also leihweise bei Grödig, wo wir dann aufgestiegen sind in die Bundesliga eigentlich. Ja, ich eher nicht, weil ich war eigentlich verletzt. Dann bin ich eigentlich im Sommer ohne Verein da gestanden, weil Rapid die Option nicht gezogen hat und Grödig nicht mehr wollte, eben wegen den Verletzungen. Und dann ist für mich 2 Jahre nach Wiener Neustadt gegangen, habe mich dort wieder rausgeholt, habe gut gespielt und eben dann mit guten Leistungen zu Sturm Graz gewechselt. Und dann nach 2 eher harmlosen Jahren jetzt wieder ein halbes Jahr Gutes. Pisi? Bei dir war, glaube ich, noch die Station Innsbruck auch mit dabei. Ja genau, ich war die Fußballakademie in Linz besucht, 5 Jahre und danach über die LASK Juniors von der Regionalliga Mitte dann in die zweite Liga zu Blau-Weiß Linz. Da habe ich nur 1 Jahr verbracht und dann bin ich direkt zu Wacker Innsbruck in die Bundesliga gewechselt. War dort 2 Jahre, war eine schöne Zeit, muss ich sagen. Und ja, dann habe ich einen Sprung zu Sturm Graz geschafft, war 3 Jahre in Graz. Habe ja eine geile Zeit gehabt, muss ich sagen. Zum Schluss hat es dann einen Kreuzbandriss gehabt, der hat mir ein bisschen zurückgeworfen. Und ja, jetzt geht es mir wieder gut und bin froh, dass ich wieder durchstarten kann. Christian, bei dir war es vor 2 Jahren fast schon mal so weit, dass du in Alltag gelandet wärst. Was waren die ausschlaggebenden Gründe, dass du Sturm
Alltag vorgezogen hast und würdest du diesen Weg nochmal so gehen? Ja, im Fußball, glaube ich, darfst du nach hinten schauen. Also die Entscheidung werde ich mir jetzt nicht schlecht schreiben lassen. Vor 2 Jahren war es so, dass ich eben in Kanada und mit dem Foda Gespräche geführt habe. Eigentlich beide Mannschaften Europa League Qualifikation gespielt haben. Und ja, dann haben es vielleicht eben die Kleinigkeiten ausgemacht mit größerer Stadt, besseres Stadion, mehr Fans. Und ja, habe halt damals den Schritt Sturm Graz gemacht, Erfahrung gesammelt und jetzt bin ich dann nach 2 Jahren doch in Altach. Simon, ihr seid 2 völlig unterschiedliche Spielertypen. Wie würdest du als Teamkollege den Christian beschreiben, die Eigenschaften auf und neben dem Feld? Ja, also ich kenne ihn schon ziemlich lang und ich muss sagen, ja, er ist ein bisschen ballverliebt, muss man sagen. Er liebt es, wenn er mit dem Ball laufen kann und auch ohne Ball arbeitet er richtig viel für die Mannschaft und ja, richtiger Kämpfer. Christian, die umgekehrte Frage an dich. Wie würdest du Simon beschreiben? Ja, also mein Privat, einen richtig guten Freund. Wir haben viele gemeinsame Interessen, die jetzt nicht jeder unbedingt wissen muss, welche das sind. Und ja, ich verstehe mich richtig gut mit ihm. Und am Platz spiele ich trotzdem gern mit ihm. Eben, er ist ein großer Spieler und für die große Länge eigentlich ist er trotzdem am Ball richtig stark. Es haben nicht viele Spieler. Und im Spiel streiten wir öfters vielleicht. Da kommt er dann so, dass ich ballverliebt bin und so. Und dann nach dem Match sind wir dann wieder gute Freunde. Kommen wir auf die aktuelle Saison zu sprechen. Du hast dich leider an der Schulter verletzt. Wie schaut es aus? Wie geht's dir? Und wann kannst du wieder mit dem Training beginnen? Beginnen kann ich, glaube ich, in einer Woche circa. Natürlich jede Verletzung ist nicht optimal für einen Fußballer. Die wirft einen zurück, aber ich habe jetzt viele Spiele gemacht. Eigentlich ja, 20 von Anfang an in letzter Zeit. Und vielleicht kommt man so eine Pause ganz gut. Schulter ist so eine Verletzung, die gehört eigentlich zum Fußballer nicht dazu. Das Wichtige ist, dass die Füße heil sind. Und ja, Gott sei Dank ist es so. Und die Verletzung nimmt man jetzt einfach fürs Beintraining, dann kommt man wieder besser zurück. Die Sommerpause war aufgrund der Europacup-Teilnahme ziemlich kurz. Ihr hattet jetzt einige Spiele und viele Reisekilometer, die euch in den Knochen stecken. Wie zufrieden seid ihr persönlich? Und aus Sicht der Mannschaft mit dem bisherigen Verlauf der Saison? Ja, ich glaube, vor allem mit dem Start und mit der Euroleague Playoffs, die wir gespielt haben, können wir sehr zufrieden sein. Und das hat auch richtig Spaß gemacht. Da waren wir ein bisschen in so einer Euphorie drinnen. Und ja, jetzt haben wir kurz einmal eine Phase gehabt, da ist nicht so gut gelaufen. Und ja, aber da haben wir trotzdem gemerkt, dass wir trotzdem auch Spaß im Training gehabt haben und viel gearbeitet haben. Und ja, jetzt war es wichtig, dass wir am Samstag wieder gewinnen und hoffen natürlich, dass wir wieder auf die Erfolgsspur zurückfinden. Es warten vor der verdienten Winterpause noch wichtige Heimspiele oder auch Auswärtsspiele, so wie zum Beispiel zu Hause gegen Austria Wien und bei der Admira. Was hat sich die Mannschaft für die letzten Spiele im Schlussspurt noch vorgenommen? Ja, ich glaube, so kurz vor Weihnachten will jeder nur ein bisschen eine Punkteprämie machen und da haben wir jetzt schon gegen St. Pölten ganz gut begonnen. Wichtig wird jetzt auch sein, nach dem Negativlauf eben der Sieg gegen St. Pölten und vielleicht eine kleine Serie setzen. Bei Rapid wird man wahrscheinlich schon mit einem Unentschieden zufrieden sein. Aber ich denke, das Heimspiel gegen die Austria ist sicher noch ein Sieg möglich. Sturm zu Hause ist überhaupt Alter, finde ich, eine Heimmacht und sollten einige Punkte noch da bleiben. Simon, die viel diskutierte Ligareform steht im Sommer an. Denkt man da als Spieler überhaupt drüber nach oder wie ist die Situation? Ja, ich meine, wir wissen schon, was nächstes Jahr uns erwartet und haben schon das ein oder andere Mal drüber geredet. Und ich muss sagen, ja. Es ist sicher, glaube ich, wird sicher ein reizvolles Jahr nächstes Jahr und ja, das erste Jahr ist immer so, dass man sieht, wie es ist, glaube ich. Aber es ist sicher reizvolles wie jetzt, finde ich, die letzten Jahre, weil man spielt ja doch 4-mal im Jahr gegen denselben Gegner und ich glaube, dass das jetzt einmal was anderes ist und das tut der Liga sicher nicht schlecht. Wie siehst du das? Ja, wenn ich ehrlich bin, weiß ich noch nicht so ganz richtig, wie es funktioniert. Aber das werden wir dann im Sommer sehen und ja, sicher ist eine Veränderung, glaube ich, in Österreich ganz gut. Eben weil 2, 3 Vereine aus der ersten Liga, es wäre besser, dass sie in der Bundesliga spielen, eben im Zuschauerschnitt, bessere Stadien und ich glaube, das wird dann auf jeden Fall spannender.
Ja, ich weiß, dass ihr auf langen Auswärtsfahrten gerne würfelt. Das habe ich mitbekommen. Wer im Team hat da den größten Erfolg? Ja, wir zwei weniger, muss ich sagen. Den größten Erfolg haben die Routinierten, so wie der Eige und der Lini. Die machen das ganz gut. Aber vielleicht lernen wir vorher mal ein bisschen was. Was gilt es aufzuholen? Ja, die Routine vom Herrn Eigner. Der macht das schon ganz gescheit. Wir waren jetzt in den ersten Monaten die Sponsoren und werden es im neuen Jahr versuchen, dass man es umgekehrt macht. Ihr habt auch Andi Linhardt angesprochen. Er ist kein Vorarlberger, kein Gebürtiger, kann aber jassen. Hat man euch das auch schon beigebracht? Boah, gehört haben wir, dass wir spielen, aber das werden wir, glaube ich, nicht spielen. Wir haben da ein anderes Kartenspiel, was eigentlich nicht so oft gespielt wird. Und ich glaube, wir werden es versuchen, dass wir unseres reinkriegen. Simon, auch kein Jassen? Schwierig. Gut, ihr seid beide im besten Fußballeralter, beide 25 Jahre alt. Wie schaut eure persönliche und sportliche Zukunftsplanung aus? Gibt es da konkrete Ziele? Ja, Ziele sicher oder reizvoll ist sicher mal ins Ausland zu wechseln, ob es jetzt Deutschland ist oder Schweiz oder keine Ahnung. Ich glaube, Italien ist auch extrem interessant und das würde mich schon einmal reizen, aber wichtig ist, dass man dann auch gesund bleibt, wenn man im besten Fußballer ist und da viele Spiele macht und dann auch konstant gute Leistungen abruft, dass das möglich ist. Ich nehme an, Ausland wäre auch für dich ein sicher interessantes Thema. Ja, sehe ich genauso. Aber muss jetzt nicht so sein, dass mich der Manager irgendwo in eine Mannschaft reindrückt, sondern eben, dass die Leistungen von dem Trainer oder von dem Sportdirektor gesehen werden und sie mich dann unbedingt holen wollen, weil eben so Spielpraxis fehlt dann extrem und der hat mir jetzt einfach 2 Jahre gefehlt und ich merke es einfach, wie es jetzt in dem Jahr schön sein kann, wenn man Fußball spielt und das ist eigentlich mein erstes Ziel. Wie schaut es aus über Weihnachten? Es gibt jetzt die längere Winterpause, zieht es euch in die Sonne und wie verbringt ihr Weihnachten? Eher nicht in die Sonne, eher in den Balkan, nach Kroatien zu meinen Verwandten, zu meiner Oma, dort wo ich eigentlich jedes Jahr Weihnachten verbringe und dort mich eigentlich auch erholen kann und ja, die ganzen Leute halt sehe, weil in Österreich keiner von der Familie eigentlich so richtig da ist und ja, über Silvester muss man noch was planen, aber natürlich wäre eine andere Stadt schön, aber wahrscheinlich nicht die Sonne. Simon, auch Pläne für die Weihnachtsferien? Ja, bei mir ist also Weihnachten verbringe ich immer mit der Familie eigentlich, 24, 25. Und ja, das ist für mich eigentlich eine extrem schöne Zeit, muss ich sagen. Weil was du eigentlich selten siehst, die Familie, vor allem als Fußball, wenn man viel unterwegs ist. Und ja, die restliche Zeit im Urlaub schaue ich trotzdem, dass ich viel mit Freunden mache. Und ja, wenn mir es auch wichtig ist, dass ich wieder mit denen was unternehme. Und auf die, das freue ich mich schon. Dann wünsche ich euch beiden nicht nur für diese Zeit alles Gute. Danke für das nette Gespräch. Weiterhin alles Gute und beste Gesundheit. Liebe Fans, vielen Dank fürs Zuschauen und Lesen im Goal. Wir melden uns demnächst bald wieder mit Interview-Highlights aus Altach.